Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Might Magic 2. Wir sind nicht mehr in Middlegate, wir sind in Zanzibar. Ich habe nach dem letzten Mal der guten Rusalka noch neue Zauber spendiert. Und die einzige Magiergilde, wo sie was lernen konnte, war hier. Und sie hat gelernt, zum einen 2-7, das ist Protection from Magic. Dann 3-1, das ist, warum du 2-7 noch nicht konntest, weiß ich allerdings nicht. Das hat, nee, ist egal. 3-1, das ist Acid Stream. Und 3-4, das ist Lightning Bolt. Das ist also ganz hilfreich. Okay. So viel dazu, und als wir hier schon unterwegs sind in den Städten, dachte ich mir, gucken wir doch mal kurz in Atlantium vorbei. Und bevor wir das machen, gehen wir allerdings noch in den Tempel. Was? Donation. Uns fehlt ja noch das Dungeon in Atlantium, und das, da will ich zumindest mal reingucken. Und je nachdem, wie das da läuft, bleiben wir da oder gehen dann wieder. Wenn wir hier irgendwann mal. Danke. Tandara. Und ansonsten, was ich danach noch ausprobieren will, ist in Woodhaven, wenn wir ohne Elfen reingucken, mal ohne Clerics reingucken und mal ohne Rubber reingucken, wie sich das dann so darstellt da. Und wir müssen da ja sowieso noch weiter erkunden, da sind wir ja noch nicht mit fertig. Aber ich habe es mir jetzt irgendwie in den Kopf gesetzt, dass wir jetzt erstmal in dieses Dungeon hier in Atlantium gucken. Wahrscheinlich werden wir da eh gleich wieder rausgeschmissen, weil wir zu schlecht sind. Schauen wir mal. Yes. Okay. Gut. No entry. Das muss ja erstmal nichts heißen. Private Keep Out. Okay, da gucken wir mal, was nicht private ist. Alles private hier. Night Stalker. Das war eine Zufallsbegegnung. Können wir nicht von weglaufen. Okay. Wollen wir wissen, was die machen, wollen wir nicht wirklich wissen, ne? Okay, machen Schaden. Also sie sehen ja so ein bisschen aus wie Stat Trainer. Ich meine, ne, es ist so klar, ich meine, es ist Vorteil, aber. Private, keep out. Private, keep out. Gucken, ob wir hier irgendwo hin können. Ich meine, wir haben Wizards Eye. Das ist ja schon mal etwas. Ja, ist alles private, ne? Ja. Oh, hier haben wir was nicht private. Also hier haben wir was public. Atlantium Dungeon. Buy tickets to the arena, the Monster Bowl and the Colosseum at your local blacksmith. Hurry, limited time offer. Ich meine, ich glaube, das haben wir schon gemacht. Ich meine, das ist das, was wir ja schon lange, wo wir lange rumprobiert haben. Monsterborn Colosseum, das sind nur die verschiedenen Namen der Arenen.
Ich meine, das ist wahrscheinlich einfach nur der Hinweis, wo wir die Tickets herkriegen, falls einem das noch nicht aufgefallen ist oder so. Harry Limited Time Offer, das weiß ich jetzt nicht, was das soll. Ich meine, vielleicht, es kann natürlich sein, dass irgendwann, weiß ich nicht, man das nur im ersten Jahr machen kann oder sonst was. Jetzt ist es aber auch Marketinggelaber. Können wir durch die Wand? Ne. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles, was öffentlich ist, uns angeguckt. Da ist aber noch eine ganze Menge Level über. Wollen wir mal in die Räume gucken? Nee, wir wollen erstmal gucken, ob wir hier irgendwas Geheimes haben. Haben wir? Ah, Phantom Diane. Es funktioniert alles nicht. Dann machen wir Invisibility. Okay. Na gut, so richtig gut war das nicht. Aber wir haben noch unsere Spellpoints. Haben die nicht mal Spellpoints genannt, die Dinger? Vielleicht sind unsere Blessings dafür verantwortlich, dass wir davor geschützt sind. Das ist auch denkbar. Oder ich irre mich einfach. Wir müssen mal ein bisschen heilen hier. Okay, na gut, hier haben wir ja schon mal was. Okay, das müsste. Okay. Zufallsbegegnung können wir weglaufen. Können wir uns hier teleportieren? Können wir. Okay, das ist schon mal sehr hilfreich. Da können wir hier also zur Not ein bisschen rumnavigieren, falls wir die Kämpfe nicht schaffen. Aber wir trotzdem überall gewesen sein wollen. Okay. Es ist ja ein ziemlich großes, leeres Dungeon bisher. Buy a key from a locksmith and win a battle of the same color in each form. Go then to the castle and find the bishop of that key. Of that key colors battle. Ja, okay, das wissen wir schon. Na gut. Vollständigkeitshalber. Locksmith and win. A battle of the same color. In each form, also arena, go then to the castles, oh ja, yeah. Mit verschiedenen Farben, verschiedene Bishops, verschiedene Castles, ja,
Also waren wir, Moment, wir haben den grünen gemacht. War grün das einfachste? Oder das erste, was wir gefunden haben? Grün haben wir, glaube ich, in Middlegate gekauft. Ne? Kann das sein? Ich glaube. Das würde bedeuten, dass Woodhaven auch das erste Schloss war, in das man, also vermeintlich das erste Schloss, in das man soll. Go then to the castles. And find a bishop of that key colors battle. Okay, naja, wir lernen Sachen. Das steht hier einfach, das sagt uns einfach eine körperlose Stimme wahrscheinlich. Die sind ja immer sehr viel beschäftigt in Rollenspielen aus den 80ern. Okay. Na, wenn da mal nichts drin ist hier. Ja, da muss was sein. Ja, da ist was. Okay. Schmucken Feuerball. Oh, die Viecher waren das, okay. Hast du irgendwas zum... Ich denke mal, Pain ist besser als nichts. Aber nur mildly besser. Dass du irgendwas... Block, Cast. Ah, gut gewürfelt. Okay, die drei Punkte haben gefehlt, ne? Energy Blast sollte ja hoffentlich reichen. Jo. Flailer and Fumbler have been taken captive and chained among many others at the Pearl Islands. Okay. Ach, das sind die. Sind das die NPCs von hier? Ja. Flailer and Fumbler. Ein Krieger und ein Robber oder so? Weil Fumbler klingt ja schon nach einem Dieb in diesen Spielen. Aber andererseits, wir haben schon lange keine Tür mehr ins Gesicht gekriegt, also explosiv. Also, vielleicht. Hat Sint inzwischen einfach den Dreh raus. Also sollte ich mir die blöden Sprüche über unfähige Diebe vielleicht erstmal sparen. Bis das wieder anfängt mit den wir kriegen keine Tür auf und so. Mit den Pearl Islands. Ich gucke gerade mal auf die Karte, ob ich irgendwo Pearl Isle. Ja, sehe ich, okay. Unten links. Genau da, wo diese Windrose ist. Oder was das da sein soll. Das ist also nicht weit von Atlantium weg. Da könnten wir hinschwimmen. Interessant. Okay, Wizards 1, also der hält da echt nicht lange. Das ist ein Dreckszauber.
Okay. Da waren wir noch nicht. Okay, hier muss man da auch irgendwie reinkommen können. Ich meine, wir können uns rein teleportieren, aber wir können auch einfach das machen. Walker klingt nach Undead, ja. Okay, not affected, das ist gut. Das ist super. Nice. Pain! Hat gereicht. Großartig. Okay. An old rotting wooden statue appears unstable. A small but sturdy button extends from the nose. Nö, 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 nö. Traue ich nicht. Sache traue ich nicht. Das merken wir uns mal. Moment, wo ist das? Warum eine Statue mit Knopf? Das ist... Das Problem war aus, nachdem wir gespeichert haben. Weil wir haben ja doch ein bisschen was erkundet hier. Wahrscheinlich ist in den anderen Dingern auch was drin. Diesen anderen... Yep. Räumlichkeiten, okay. Spellpoints mehr, das ist ja enttäuschend. Okay, dann ist auch eh die Zeit für einen Rückzug gekommen, weil wir werden rasten müssen für die Spellpoints und ich möchte ehrlich gesagt... macht ja nichts. Ich möchte ehrlich gesagt hier lieber mit Blessings rein. Weil diese ganzen vermeintlich untoten Drainer, die wir hier haben... Interessanterweise haben wir unten noch nicht ein einziges Item gefunden. Oder? Nee. A metallic statue. Okay. Ich meine, wir können es ja mal ohne Blessings versuchen.
Mach mal Licht. Nein. So. Protection from Elements. Protection from Magic. Ja, ja, das ist da immer wieder der gleiche Spaß. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Das ist fantastisch. Oh, hier waren wir noch nicht, oder? Nee. Dead End and Death. Das kann ja jeder behaupten. Das. Ich meine, sowas hätte ich mir als Teenager auch auf die Tür geschrieben. Okay, lass mich raten, wir haben unser. Okay, ich hätte gedacht, Burglar macht irgendwas, na gut. Gatekeeper is not affected. War das Pech oder ist das immer so? Das sieht mir so aus, als sei das immer so. Ist ein Gatekeeper untoter? Wahrscheinlich nicht, ne? Gatekeeper? Dann machen wir uns mal. Unsichtbar war der andere Zauber. War der andere. Oh, Paralyze. Jawohl, der werden sie auch gegen immun sein. Ja, ja. Okay, macht eine Menge Schaden, aber treffen nicht. Also, vielleicht ist das auf Rüstungsklasse gehen doch eine gute Idee. Also, wir machen zwar definitiv weniger Schaden, aber die Tatsache, dass wir doch vergleichsweise selten getroffen werden in letzter Zeit. Also, eigentlich aber betrifft es nur Miss Parker. Also, eigentlich kann das nicht der Grund sein, aber nee. Okay, danke Sin, danke, dass du mich daran erinnerst, dass noch alles so funktioniert, wie wir das kennen. Okay, was haben wir. Oh, hallo. Wieder eine plus 5, die du hast. Plate Armor. Plus 5 ist besser. Ich meine, das ist nicht viel besser, aber es ist besser. 4, 2, C. Move 3, Equip C. Und es geht, okay. Moving Statue. Touch it, okay. Bin ja versucht, das auszuprobieren, aber wir warten, bis wir gespeichert haben. Dann kommen wir hier zurück. Nope. Und dann gucken wir auch in das Death-Ding da rein. Fürs Erste werden wir uns hier einfach durch die Wand teleportieren. Ist das richtig? Ja. Okay. Du kannst noch keine Grad 8 zaubern, ne? Nope. Ja, schon hier. Sonst ganz schön teuer, der Spaß hier. Aber ich meine, Geld ist ja nicht mehr wirklich ein Problem.
ist das in? Wo ist das? Wo ist das in? Wo ist das in? Hier? Ja. Okay. Gut. Haben wir gemacht. Dann würde ich sagen, gucken wir mal. Wie viel Geld hast du? 150.000. Okay, dann können wir uns auch hier im Tempel blessen lassen, würde ich sagen. Aber vorher rasten wir. Oder wollen wir volle Spellpoints? Ja, ist besser. Come on. Okay. So. No entry. So, hier war Death und alles. Deadly Rattler, das ist so gesehen nicht falsch. Jawohl, die müssen wir nicht so kaputt kriegen. Okay, wir finden hier doch Kram. Gut zu wissen. Das KC, das KC, das KC. Nichts, was wir brauchen, aber wir finden hier Sachen. Okay, ist das das Dead End? Dead End and Death. Okay, Winged Steeds sind unangenehm. Aber handhabbar, so wie es aussieht. Funktioniert Silence vielleicht mal irgendwann? Ja. Ogo sogar bei mehreren. Aber das ist kein Zauber, weil das nicht mehr so ist wie in Might Magic 1. Fuck you, Game. Okay. Gut. Okay. Wieder was gelernt. Ein Scale Mail. Du hast eine 1 Gammel plus 3, das ist eine plus 2, die kann also weg. Na gut, gucken wir erstmal, wo uns das die verschiedenen Dead Ends hinführen. Hier ist noch ein Dead End. In jedem Dead End ist Death, verstehe, wo es hinläuft. Okay.
Okay. Naja. Haben wir auch die bescheuerten Juggler überlebt? Wo haben wir hier? Ich meine, da ist wieder ein Dead End, da wird wieder ein Kampf sein. Also wenn wir die Dead Ends einfach mal nicht machen. Wahrscheinlich wird in einem ein wichtiger Hinweis stehen, aber... Wenn wir die Dead Ends einfach mal ignorieren. Hier ist eins. Hier ist eins. Hier. Ich kann einfach auf das Wizard-Eye gucken und muss hier auf der Automap gucken. Ja, ist das halt. Okay. Aber dann sehen wir immerhin, wo wir schon waren. Hier waren wir noch nicht. Das ist kein Dead End. Das auch nicht. Hier ist eins. Hier ist eins. Und hier ist eins. Dead End and Death. Na gut, probieren wir es aus. Solange wir die Kämpfe handhaben können, ist das ja okay. Ich meine, irgendwo wird hier sicherlich was sein. Okay, das Dead End ist nix. Ach du liebe Güte. Ich meine, wir können ja theoretisch auch weglaufen. Aber okay. Okay, Pyrohydras können wir umgehen. Was macht der? Okay, er macht nur Schaden. Okay, eine Menge Geld. Also es ist nicht völlig nutzlos, was wir hier machen. Ha! Noch eine Statue. Renowned Scholar kneels with a book in hand. Na, Reed, da machen wir ja, da interagieren wir ja nicht mit. Es ist ja nicht so, dass wir da jetzt irgendwas anfassen oder so. Oder wir lesen ja mit den Augen. Theoretisch. Fünfzehn Statue Reading Scholar. A renowned scholar. Egal. Read pages. Yes.
Ich meine, wir wollten es eh ausprobieren, dann müssen wir es bei den anderen Statuen übrigens auch noch machen. You feel enlightened. Oh Mensch, das könnte Bonus auf irgendwas sein. Dazu müssen wir aber kämpfen bzw. rasten, ne? Damit das aktualisiert wird. Dann gehen wir mal. Hier wird ja der nächste Kampf sein. Ja, ihr Scheißer. Plus 10 in, sehr schön. Gut, da weiß ich ja was, was wir machen. Können wir uns da. Das war da. Wir kommen hier rein. Ja, da können wir uns. Oh, wunderbar, easy hinterteleportieren. Das ist ein guter Service. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Und das schadet auch nicht, weil mehr Intelligenz heißt mehr Spellpoints beim Levelaufstieg. Und je früher wir das kriegen, desto besser ist es. Okay, das war sehr erfolgreich. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal kurz ganz schnell absprechen. Und ich werde dann. Offscreen hier mal ein paar Mal hinlaufen, bis wir alle 50 haben oder was die Grenze war. Oder 60, also irgendwie, können wir mal gucken. 50, ne? Ja, oder 59. Und dann erkunden wir beim nächsten Mal den Rest von dem Dungeon, fassen die verschiedenen anderen Statuen an, vielleicht kriegen wir, nee, andere Boni, andere für andere Attribute, das wär zu dick. Ich meine, es ist die letzte Stadt, aber das wäre zu viel. Ja, dann erkunden wir den Rest von dem Dungeon und dann gucken wir nochmal zurück in Woodhaven mit den verschiedenen Optionen, die ich erwähnt habe. Okay. Ja, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.